Willkommen zu unserer Auszeit, zu deiner Auszeit. Vielleicht ist das hilfreich, einen tiefen Atemzug zu nehmen, um die Gedanken des Tages, die Last, die Aufgaben, all die Erwartungen des Tages loszulassen mit dem nächsten Aufatmen. Ein tiefes inneres Seufzen. Jetzt ist die Zeit, um loszulassen. Atme tief ein und aus. Beobachte, wie es mit der Einatmung die Schultern und Brustbein hebt und mit der Ausatmung wieder löst, wie alles sinken und buchstäblich von dir abfallen darf. Du bist hier. Und jetzt beobachte nur diesen einen Atemzug. Nimm es als Geschenk des Lebens an dich. Mit der Einatmung wandern die Schultern in die Höhen. Und sie senken sich wieder mit der Ausatmung. Nimm auch den leichten Lufthauch an deinen Nasenflügeln wahr. Bei der Einatmung. Auch bei der Ausatmung. Dein Bauch wölbt sich leicht nach vorne, wenn du einatmest und senkt sich, wenn du ausatmest. Auch deine Rippenbögen weiten sich mit der Einatmung und kehren zurück mit der Ausatmung. Wenn wir atmen, hier und jetzt, gibt es keine richtig und falsch. Kein zu viel, kein zu wenig. Nur die aufmerksame Beobachtung dieses einen Atemzugs. Immer auch wahr, wie du mit der Einatmung etwas tiefer in deine Kissen, deine Unterlage sinken kannst. Und mit der Ausatmung wieder daraus hervorkehrst. Auch
Wie mit der Einatmung sich deinen Körper etwas mehr an das Kissen, das Polster, die Matte oder das Sitzkissen anschmiegt. Der Einatmung und sich der Druck ganz leicht verstärkt. Mit der Ausatmung wieder abnimmt. Beobachte die Atemwelle, wie sie durch deinen Körper gleitet. Begonnen bei dem feinen Lufthauch an deinen Nasenflügeln, in deinen Brustkorb hinein, dort in den Bauchraum und Becken. Und von dort hinab Gesäß, Oberschenkel, Kniegelenke, Unterschenkel, Waden, Schienbein bis in deine Fußgelenke hinein und lass auch diese mit dem nächsten Atemzug etwas los. Von der Last, wie sie im Laufe des Tages, der Woche für dich getragen haben. Sage zu dir selbst, ich bin hier und jetzt. Ganz aufmerksam verfolge ich diesen einen Atemzug. Nimm wahr, wie die Atemwelle sich bis in deine Fußsohlen und Zehenspitzen hinein fortsetzt. Wie sich mit der Einatmung der Druck in deinen Füßen, sie sich vielleicht etwas mehr an den Boden oder den Rand der Schuhe oder deiner Strümpfe anschmiegen, wenn du einatmest. Und sich der Druck damit leicht erhöht und wieder abnimmt, wenn du ausatmest. Wir nehmen auf und lassen los. Mit jedem neuen Atemzug. In der heutigen Auszeit wollen wir uns mit dem Thema Anerkennung beschäftigen. Kehre dabei immer wieder zurück zu deinem Atem, zu der Beobachtung des Aufnehmens und Loslassen.
Und wie die Atmung in ihrem ganz eigenen Rhythmus durch deinen Körper wandert. Auch unseren Atem gilt es zu erkennen, anzuerkennen. Es ist das Leben, das dir zuteil wird. Atemzug um Atemzug. Von dir wahrgenommen. Und in diesem Moment auch angenommen. Um etwas anzuerkennen, müssen wir es erkennen. Vollständig anerkennen. Wir alle haben Erwartungen an uns selbst und an andere, die auf unseren Erfahrungen, Wertungen und Vorstellungen basieren. Manchmal sind unsere Erwartungen starr und unflexibel. Und sie können zu Missverständnissen und Konflikten und Enttäuschungen führen, wenn sie nicht hinterfragt oder an die jeweilige Situation auch angepasst werden. Erkennen heißt anzunehmen, es zu erkennen, wie etwas ist. Dafür braucht es deine Aufmerksamkeit. Und eine innere Haltung der Akzeptanz. Einatmen, um dich mit neuem Leben zu füllen. Ausatmen, um loszulassen. Anerkennung bedeutet die Freude des Erkennens zu entdecken, offen zu sein, neugierig. Echte Anerkennung erfordert unseren Mut und unsere Offenheit. Denn wahrhafte Anerkennung, nach der wir alle uns sehnen und die wir uns wünschen, bedeutet, dass wir nicht nur das Normale, das Vertraute, die Norm akzeptieren,
sondern auch den Mut haben, Widersprüche zuzulassen. Und sie als Chance für neues Verstehen, für Vielfalt und für Wachstum begreifen. So steige ein in einen inneren Dialog, in die Freude des Entdeckens, des Erkennens, des Anerkennens. Frage dich selbst, was erkenne ich an mir an? Und was erkenne ich nicht an? Stelle ich meine Ansprüche an mich selbst vielleicht so hoch, dass ich sie immer wieder nicht erreiche? Und setze mich selbst deshalb herab? Verurteile mich oder bewerte mich. So dass es zu einer Abwertung in einzelnen Aspekten deines Lebens kommt. Aber wo könnte gerade diese Schwäche, der Defizit, den du vermutest, den du erkennst, wo könnte diese Schwäche in einem anderen Bereich deines Lebens Stärke, Empathie? Oder auch Vielfalt sein. Anerkennen. Wie mit einem Brennglas, einer Lupe. Sich selbst, sein Leben, sein Umfeld zu betrachten. Was sehe ich noch? Wenn ich bereit bin, meine Perspektive, meine Annahmen oder auch Überzeugungen zu hinterfragen und zu verlassen und neue Blickwinkel einnehme. Anerkennen. Welcher meiner Eigenschaften, meiner Fähigkeiten erkenne ich nicht an? Einatmen. Um Leben aufzunehmen. Ausatmen. Um loszulassen.
Und in welchen Situationen fällt es dir schwer, andere so anzuerkennen, wie sie sind, ohne sie verändern oder belehren zu wollen, sondern in ihrer Individualität, ihrer Eigenheit, Besonderheit zu erkennen. Was braucht es von dir? Welche Veränderung in deiner Haltung, den Werten, den Normen, vielleicht gerade dem Unbekannten? Dem Fremden dich zuwenden zu können, um es immer besser zu erkennen. Einatmen, um aufzunehmen. Ausatmen, um Enge loszulassen. Was bedeutet Anerkennung und Respekt für dich? Und wie lebst du Anerkennung und Nicht-Anerkennung in deinem Leben? Wem oder was gegenüber verwehrst du die Anerkennung? Welche Vorurteile und Stereotypen beeinflussen deine Wahrnehmung? Und was kannst du tun, um deine Anerkennungsfähigkeit zu verbessern? So wie hier und jetzt du ganz aufmerksam diesen einen Atemzug betrachtest. Frage dich, wo liegen meine Stärken und wo meine Schwächen? Und inwieweit ist meine vermeintliche Schwäche auch meine Stärke?
Einatmen. Um Ruhe und Frieden zu finden. Ausatmen. Um loszulassen. Es kann sein, dass du eine Hürde oder eine innere Fessel findest, die dich daran hindern, dich selbst oder den anderen in seiner Besonderheit an zu erkennen. Diese Hürde, diese Fessel kann mit einer Angst oder Sorge verbunden sein. Vielleicht die Sorge, etwas zu verlieren, die Sorge, in Gefahr zu kommen, die Sorge, überrannt zu werden oder verkannt zu werden. Frage diese Hürde, diese Fessel, was sie braucht. Um von dir vollständig anerkannt zu werden. Anerkannt, um sich lösen, sich befreien zu können. Sage zu dir selbst: Ich bin so, wie ich bin. Ich lerne, mich immer weiter an zu erkennen. Bewusstsein und Anerkennung ist ein ständiger Lernprozess. Jede Schöpfung, jedes Individuum hat ein Recht auf Anerkennung, unabhängig von Normen und Leistungsgedanken. Anerkennung ist grundsätzlich und fundamental und eng mit der Unantastbarkeit der Würde jedes Menschen verbunden. Im Außen wie im Innern.
Einatmen und dich mit dem Leben zu verbinden. Ausatmen, um anzukommen, Frieden zu finden. Dankeschön. Ich danke euch von Herzen für die heutige Auszeit. Dankeschön.